Meine Gäste erzählen alles. Meine Gäste sind cool. Meine Gäste verraten Geheimnisse. Und zwar nur mir bei Reuterin schaut hin. Ich darf Insta-Stories machen. Du darfst Story machen, wie du willst. Gut, wie nenne ich dich eigentlich? Die Redl von der Kultur. So, du bist halt viel gescheiter als ich, was Kultur betrifft. Das muss ich schon mal dazu sagen. Weil ich bin ja eine Kulturbanause. Wirklich, ja. Mhm. Ich schaue mir gerne schöne Dinge an. Ich höre mir gerne schöne Musik an. Du warst jetzt letzte Woche beim wunderschönen Konzert in Schönbrunn. Mhm. Aber frag mich niemals nach Musikstücken oder Dirigenten oder Künstler und Ausstellungsbilder. Da bin ich raus. Dafür gibt es dich. Theresa Vogel, wenn man dich nicht kennt, jetzt spätestens seit dem Opernball, glaube ich, kennt dich jeder, oder? Der Opernball war schon so ein Schritt in die Unterhaltung auch und vor ein größeres Publikum, weil so schön die Kultur ist, es ist doch, spricht halt einfach einen gewissen Personenkreis an und hat einfach nicht so eine Riesenmasse, so eine Riesenquote, wie jetzt zum Beispiel die Starnacht aus der Wachau oder so, das muss man einfach sagen. Genau, ja. Auch das ist Kultur, aber halt nicht unbedingt das, was ich jetzt bespiele. Ich bin die totale Kulturstreberin, muss ich dazu sagen. Also jeder hat natürlich so ein Basiswissen und das habe ich über die Jahre auch angesammelt. Ganz am Anfang bei Ö1, wie ich damit Mitte 20 angefangen habe, habe ich gedacht, oh Gott, woher wissen die das alles? Ja. Wieso können die alle Beethoven Opus zahlen? Ja. Kann ich bis heute nicht. Okay, muss ich auch nicht. Ja. Aber man denkt erst als junger, weiß ich ja schon, junge Journalistin, denkt man, wie soll ich das alles lernen? Aber das alles ist ja wie ein Mosaik. Mhm. Also man vertieft sich in verschiedene Spezialgebiete. Ich bin natürlich auch viel in Oper und Konzerte. Ich kenne wahnsinnig viele Künstler. Super, unser privater Freundeskreis besteht aus zeitgenössischen Komponisten und Schauspielern und Musikern. Und also das ist, mein Mann ist auch Musiker. Okay. Das heißt, ich bin in der Szene einfach sehr viel unterwegs, was einem natürlich auch A, Credibility gibt nach außen und B, Know-how. Ja. Und es ist meine Passion. Du hast ja echt deine Masen, wie man auf Österreichisch sagt, weil das war es ja mit Opernball, oder? Du hast Glück, dass du den letzten Opernball, so wie es ausschaut, kommt ja keiner mehr, zumindest nicht das nächste Jahr. Also, dass nie wieder ein Opernball kommt, das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Aber hoffe ich auch nicht, ehrlich gesagt, dafür war es zu cool. Ja. Ich kann mir vorstellen, also der Opernball ist noch nicht offiziell abgesagt jetzt für Februar. Das heißt, ich weiß auch keine Insider-Informationen im Hintergrund oder so. Zumindest nichts, was ich hier sagen würde. Du hast halt einen einzigartigen Look und ich glaube, es gibt in Österreich ganz wenige, die dir irgendwie ähnlich schauen. Das ist ein Riesenvorteil. Ich habe dich ja gerade vorher auch nochmal gefragt, deine Haare sind echt, oder? Ja. Das heißt, dieser Rotstich und diese blasse Haut, das ist ja eigentlich wie so ein Porzellan-Look, finde ich, ja? Ist interessant, ja, weil einerseits natürlich, es sind so unverkennbare Attribute, aber es gab schon noch eine Zeit, wo ich damit gehadert habe, weil so mit 14, 15, wo jeder mal schwarze Haare oder grüne Haare von mir aus oder irgendwas anderes haben will, da musste ich einfach, wenn ich meine Haarfarbe ändern will, ich weiß, es ist ein Luxusproblem, aber trotzdem, da muss ich sie bleichen und die Pigmente irgendwie rauskriegen und so. Also man kann quasi nicht sehr viel anderes damit machen. Man kann sich schon vielseitig stylen und wie aber du ja weißt, reise ich gerne durch das 20. Jahrhundert. Ja. Also so von 1920, so Faux-Bob-mäßig, cool, bis wilde 70er Jahre und sogar noch 80er geht eigentlich sehr vieles, was mich auch sehr erstaunt hat. Wir haben uns ja eigentlich über Instagram kennengelernt, wie man so Online-Love. Online, genau. Wir haben ein Online-Match gehabt, weil du ja auch wirklich viele Kleider anziehst. Mhm. Ziehst du auch nur Kleider an? Nein, überhaupt nicht. Okay, aber es ist schon so ein Lieblingslook. Im Sommer natürlich habe ich viele Kleider. Mhm. Ich mag auch ganz gern so Hosen-Blusen-Kombinationen oder Hosenanzüge mag ich auch ganz gern. Aber irgendwie hat sich das so entwickelt, dass ich da in diesen 50er ist gar nicht so meins, muss ich sagen, aber in diesem 40er Jahre Look, das kommt im Fernsehen einfach ganz gut. Was würdest du gar nicht anziehen? Weil ich glaube, mit deinem Typ, blasse Haut, rote Haare, blaue Augen, gibt es da einen Style, den du gar nicht anziehst? Vielleicht sogar, ziehst du Leo-Look an, Eleanor Prince? Ja, liebe ich total. Echt? Cool. Ja, voll. Also ich habe auch gern, ja, mag ich voll. Ich finde nur, man muss ein bisschen aufpassen, dass das Ganze dann nicht so Peggy Bundy-artig ausschaut. Doch, richtig, ja. Also ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt so eine Fake-Lederhose, die ich auch anziehe, aber die würde ich jetzt nicht unbedingt mit einem transparenten Leo-Oberteil und einem breiten Gürtel kombinieren. Ja, wobei. Wie groß ist dein Kleiderschrank zu Hause? Nein, ich habe drei große Kleiderschränke. Drei? Nein, jetzt nicht dreimal zwei Meter, aber ich habe so... Ich habe einfach viele, viele Outfits, aber ich muss sagen, ich brauche wirklich alles. Und wenn ich merke, irgendwas ziehe ich nicht mehr an, dann gebe ich das sofort weg.
Also, ach so, wirklich? Ja, schon. Und kaufst du dann auch online ein oder bist du wirklich... Sehr wenig. Also online kaufe ich nur dann ein, wenn ich schnell was für meine Tochter brauche, muss ich zugeben. Irgendwas, jetzt eine Großpackung Leggings oder so, weil ich einfach keine Zeit habe, wirklich analog einkaufen zu gehen. Ja, das schaffe ich nicht ganz. Ich gehe gerne mit Sneakers und Kleid durch die Gegend. Also oder ganz gemütlich. Flache Sandalen. Ja, weil ich gehe irrsinnig gern und viel. Ich habe kein Auto zum Beispiel. Echt? Hast du einen Führerschein? Ich habe einfach kein Auto. Ich bin passive Führerscheinbesitzerin, sagen wir so. Was heißt das? Das heißt, er steckt in meinem Geldbeutel, steckt dort sehr gut, wird aber selten benutzt. Also du hattest irgendwann die Prüfung? Ja, ich bin L23. Es ist einfach so, wenn man mitten in Wien wohnt und ich wohne innerhalb des Gürtels und ich habe ein Fahrrad und ich bin passionierte Radfahrerin. Also ich fahre in Königlberg mit Fahrrad, ja. Auch im Kleid? Ja, auch im Kleid, absolut. Ich kann auch mit High Heels Fahrrad fahren. Ehrlich? Ich fahre überall mit dem Fahrrad hin. Hey. Außer wenn ich zu Drehs fahre und das ist ja ein Frisurproblem dann. Schwitzt? Ja, schwitzen. Ich fahre jetzt nicht, bin ich vollkommen irre darauf. Also ich fahre so, dass ich noch halbwegs repräsentativ da oben ankomme. Manchmal fällt mich so eine unbändige Lust am Radfahren, dass ich dann volle Kanne in die Pedale trete. Ja, aber das spätestens lustig, bei der Steigung zum Königlberg also irgendwo oben. Wenn man einen roten Fidschi-Pfeil sieht, ja, doch, das bin immer du das? Sehr lustig, ja. Wie bist du eigentlich privat? Das will ich noch wissen. Bist du eine, die sich vegan ernährt und die total gesund ist? Nein, überhaupt nicht. Auch mal, kann man mit dir sich ansaufen? Ja. Also sagen wir so, die exzessivsten Phasen sind wahrscheinlich auch altersbedingt schon vorbei. Sehr gut. Ich weiß jetzt alles von dir. Jetzt wissen die Welt weiß jetzt auch alles. Wir schauen uns weiter in den Kultursendungen. Super. Vielleicht lerne ich da ein bisschen was dazu. Wirklich. Da bin ich halt Kulturbanause. Liebe Promis, es wird nicht schlimm, aber Reuterin schaut hin.